Hallo, herzlich willkommen zurück auf YouTube, liebe YouTubes, bei Baldur's Gate 3 Folge 13. Hier ist wer gestorben. Und wir können leider nicht mehr reden mit den Toten. Was jetzt aber äußerst günstig wäre. Und wieso hat er eigentlich, wo ist eigentlich sein Rabe? Wo ist mein Tierfreund? Tierfreund! Da. Ja, up. Wir können ihn auf alle Fälle mal seines Goldes entledigen, seinem Hackbein und seinem Rum. Und er ist der Jol. Er hat eine Miesgabe. Ach, das war da. Er hat aber auch einen zerfledderten Brief. Lesen. Lieber Jol, lieber Demir, bitte seid mir nicht böse, ich meine es ernst. Ich hinterlasse euch diese Nachricht nur, damit ihr keine Panik bekommt und Dummheiten macht. Ich gehe zur Wettel. Zur Wettel. Ich bin es, Connor Schuldig. Ihr wisst, dass er das Gleiche für mich tun würde. Ich bin bald wieder zurück, also kein Wort zu Mama, ja? Sie hat schon genug um die Ohren, ja? Jetzt hat sie auch zwei tote Söhne. Gut gemacht. Nehmen wir mit. So, und ich würde so gern mit ihnen reden. Da ist aber mal ein alter Runenkreis. Und da ist das Teehaus am Fluss. Aha. Interesting. Schade, dass man das nur einmal kann, das Reden mit denen. Naja. Vielleicht beim nächsten Durchlauf. Das sieht aber sehr einladend aus, muss ich sagen. Oh, wer ist das? Das ist Gandrill. Hallo Gandrill. Hier liegt ein Rucksack. Öffnen. Oh, Fallenschärfewerkzeug. Das brauchen wir. Alles klar, bitte. Den Rest nehme ich. F5. Servus, grüß dich. Ah, Stranger. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul. Metallic and sickly sweet. Blut. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. Uh-huh. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all ger were vagrant cutthroats. Nothing good. Na na, lass ihn reden. And more. We steal chickens, curse your crops, seduce your daughters, the list goes on. Now, I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Hey, hey, Vorsicht. So. Something terrifying, no doubt. Dragon? Cyclops? Kobold? Nothing so dramatic. I'm hunting for a vampire spawn. Ooh, der Vampir. I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out. If I can afford her blood price. A vampire spawn? Why? It is a sacred mission from the head of my tribe. She sent me here to capture the beast and return it to her. Cool. Capture? And bring it where? Baldur's Gate. My people wait for me there. Under all the smiles, you can feel Astarion's tension. He's coiled like a spring, hand inching towards his weapon. Er ist nämlich der Vampir, er selber. Yeah. Is your friend ill? I have some tea that might help. No, no. I'm quite well. We should go, but you have fun tracking your monster. Oh, das ist hier nicht einverstanden. No,
I mean, we have different quests. I wouldn't want to distract this fellow from his path any more than he'd want to lead us from ours. The elf is right. I have my own road to walk. A road that leads me straight to a hag's den, alas. But I wish you well. Be safe. Schade, dass er einen Monster Hunter hätte man schon gebrauchen können. Kann man ihn pickpocketen? Heiltrank nehmen. Jutesack. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Hallo? Jutesack? Sag einmal. So. Sumpfgrasbündel. Das zeigt er mal wieder nicht an, der Lauser. Wo ist dieser Jutesack? Da! Freund! Hey, jetzt! Jetzt aber! Öffnen! Na toll! So, wir machen jetzt mal F5. Und jetzt schauen wir, ob wir da einmal Pickpockets können. Da ist nicht okay, nicht schade. Gut! Dann wieder runter damit uns. Ja, aber der ist ganz, ganz sicher sogar ein Vampir. Unser guter Schurke. Weil der hatte das Wildschwein schon vor uns gejagt. Das ist ein Brunnen. Brief von M. Hallo Brunnen. Fresh, sweet smelling water gurgles gently below. Sollen wir da trinken? Fragezeichen. The warm rush of power flows through you. You feel stronger. Cool. Red Bull oder so. Was können wir jetzt? Ja, erfrischt. Und 10 maximal. Oh, oh. Verwenden. Fresh, sweet smelling. Naja, das wissen wir jetzt eh. The warm rush of power. Wir müssen das jetzt alle einzeln ummachen. Und? Fresh, sweet smelling, the warm rush. Verwenden. Fresh, sweet smelling. Komm, wollen trinken, kann das der Rabe auch? Nein. Kann ihr das? Nein, schade. Gut. Wir haben auf alle Fälle viele, viele Hitpoints jetzt. Kommen wir darauf. Ah, da ist dieses. Was ist das eigentlich? Wo ist jetzt dieses Teehaus? Da unten. Ach so. Da ist er. Verstehe. Aber jetzt wollen wir da nochmal. Da unten war ja auch noch was. Das ist quasi das Reiseportal. Speichern kann nicht schaden. Wow! Und jetzt blutet. Warum? Ah, eine Falle. Was ist mit. Warum? Aber er blutet. Aber was ist da? Dornige Falle. Jetzt bitte wieder aufhören zum Bluten. Und toll. Also langsam. Verstärktes Großschwert, das ist sicher auch eine Falle. Was ist mit dir? Das ist ein schwieriges Gelände. A fine sword in hand. And a fine adventure at the bottom of the swamp, no doubt. Na bitte! Die verrottet schon wieder. Na toll. Und jetzt kannst du dich nicht mehr heilen. Na toll. Aber was macht verrottend? Die offene Wunde wird brandig. Nachteil bei Charisma-Würfen und Rettungswürfen auf Charisma. Typ krank. Geht das dann wieder weg? Ich hoffe doch stark. Brandig, das kenne ich.
meistens am Sonntag, Vormittag. Da geht's nirgends hin. Aber da geht's weiter, oder? Und da auch, oder wie? Das ist eine Reise der Ruhe, was da jetzt gibt. Tischquark? Der Froschkönig? Aber jetzt kann keiner von uns mit Tieren reden oder so, ne? The frog's entire body shakes. It wibbles erratically, as if in pain. Kann irgendwer besser mit Tieren umgehen? Das kann nur ihr. Ja, alles gut. Morgen 10. Yes. It shies away, croaking a warning, eyes wide in terror. Wie ist denn braves Fröschli? Bug. Wie? Wie setzt du? Na, du bist du. Ein verwirrter Frosch. Oder das Spiegelbild oder was? Wo sind die jetzt alle? Kann man nicht so genau sagen. Ja, dann greif ihn mal an. Nicht genug Bewegung, warum? Kannst du da hin? Kannst du springen? Schub. Zu weit entfernt. Wo stehst denn du bitte? Ja, der kann. Ach so, weil er da rauf muss. Ach. Kannst du ihn wenigstens abschießen? 5%! Warum? Egal, schieß einfach. Ass. So, nächste. Alter, es ist ein Frosch. Wo ist er überhaupt? Und dann? Verwünschen, verflucht eine Kreatur oder eine zusätzliche. Also das ist. Verwünschen, das ist. Rascher Rückzug, das ist gar nicht so toll alles. Nächster. Unsichtbarkeit. Beängstigen, klauen. Und wieder nicht hin. Oh Mann, oh Mann. Springen? Kannst du darauf springen irgendwo? Ja, dann renn mal da. Der Rabe ist auch schon wieder hin, oder was? Null Prozent. Nicht genug Ressourcen, du kannst einen Heiltrag nehmen. Dann da hingehen. Fertig. Und du kannst was darauf. Und dann, das ist doch gut, Lenkgeschoss. Warum nur 5%? Reflektierender Schleim. Kann man den, muss man den, vielleicht muss man den zuerst, kann man den irgendwie debuffen. Wasser.
Das Sohn bezaubern, Single List. Befehl Einhalt, Untote vertreiben. Heilige Flamme, göttliche Führung. Resistenz. Illusion, nein. Oh, sie hat zwei Wiederbelebenrollen. Na bitte. Sie kann jetzt irgendwie gar nichts tun. Du bist zu langsam. Kannst du jetzt springen? Das ist zu hoch. Alter. Und jetzt schießen. Na gut. Au. So, was musst du jetzt? Warum? Was tust du? Niedrige Position ist noch schlechter. Also die Abbilder mal. Klingebann. Nein. Mhm. 10 zusätzliche Trefferpunkte. Rascher Rückzug. Verwünschen, verderben. Den Abzug von einem 4 für Angriffs- und Rettungswürfe. Ihn. Verderben! Wunderbar. Und noch was? Und verwünschen. Was hat denn der? Kann man den untersuchen? Der ist sehr geschickt. Resistent gegen Säure und Gift. Das heißt, wir ziehen ihn. Geschicklichkeit ab. Sehr schön. Jetzt ihr wieder. Gut, nächste. So, Heiltrank. Und dann 5%. Kann man ihn irgendwie schwächen? Und diese 5% ist alles nicht so toll. Gedanken wahrnehmen. Magisches Geschoss. 100%. Also. 2, 3. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und jetzt? Jetzt hat ein Frosch getötet. Das können wir nicht mal looten. Was war das für ein Frosch? Fleischfäule, was ist mit dir? Fleisch verwest. Ja. Ach. Heil dich mal. Dieser blöde Frosch. Na gut. Auf alle Fälle ist es ein toter blöder Frosch, das hat er jetzt davon. Wärst du noch weitergegangen? Nein, oder? Gut, so. Wo sind wir?
Okay, jetzt sind wir auf der Seite, alles klar. Da war irgendwas. Eine Schubkarre. Knochenhaufen. Da ist sicher was Tolles drin. Jetzt, wir haben doch aber irgendwo so ein tolles Schwert bekommen, oder? Wer hat denn das? Und so einen Helm. Und wer hat das? Ist es das? Nein, das ist ein Rapier. Ah, da! Achso, das ist schwere Rüstung. Großschwert oder Kriegswaffen. Auch keine Übung. Nein, nein, ist sie. Und er? Schon gar nicht. 2d6 ist aber schon ganz schön okay. Oh, wir sind. Oh! Also, nein, es ist Gewicht 48, also deswegen bin ich so langsam vielleicht. Was ist denn schwer? Kann man das sortieren? So viel. Oh. Was? Ach so. Man kann nicht nach Gewicht sortieren, das ist aber ein bisschen bitter. So, was ist schwer? Eins. Eins. Was schaut denn schwer aus? Zwei. Schub. Noch was? Zwei. So, er darf halt nichts mehr nehmen, gut. Was war da noch? Was ist da drinnen schon? Ein verrotteter Korb. Rotthände. Fleischfäule, das klingt wirklich nicht gut. Da macht er nichts, wird schon wieder. Gehen wir mal da rein. F5. So. Oh, sie. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. Aha! If it isn't the cheekiest pup of them all, you'd best have one hells of an apology for me, young man. Weil wir Magier sind, können wir das sagen. Oh, the wizard thinks he's smart because he can read. How precious. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Dame ist eine Meise nicht genießen, behandle alle eure Gäste so schlecht. Ja. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. Spill it. Mayrina deserves the truth. What is it? What's going on? That can't be true. Auntie Ethel. Yes, your brothers are dead. And before you ask, yes, I wissen wir das auch. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough! Away with you! Hui! Last silence at last. Some time in the cage should do her good. And you! You'll regret sticking your nose in my business. Hoppla.
Aber ich bin doch selber böse, ich wollte doch. Das wäre mir eh recht gewesen. Und jetzt greift sie plötzlich an, oder was? Vielleicht nicht so gut. Wir laden das nochmal. Weil wir haben. Wir sind so gut wie tot. Nein, sind wir nicht. Okay, wir probieren es. Wo ist jemand? Da. Das geht sich aus. 42. Sehr gut. Das nächste. Das hat der Schrat ist dran. Was nimmt der eigentlich alle? Man sieht sie nicht, oder wie? Weiß man nicht. Stopp. Er wieder. Schießen. Fertig. Ah, die kommen jetzt alle. Na toll. Da war doch einer drinnen. Wenn das so ist. Du kannst auch schießen. Ah ja, das ist eine Armbrust. Wunderbar. Ja, aber das ist gar nicht jetzt so viel. Was kommt denn her? 45. Rettungswurf? Yes. Was machen wir mit dem Clown? Unsichtbarkeit? Verängstigen, das wird nicht funktionieren. Fehlschlag, na toll. Ach ja, der war unsichtbar, oder was? 112, Stufe 5. Wo ist sie jetzt? Ist sie jetzt da drinnen? Hä? Feuerstelle. Gut, wir müssen uns erst um die da draußen kümmern. Nächste. So, wer ist eher? Er kann irgendwas Tolles. Na bitte. Und noch was? Na, stehen bleiben. Gut. Wir wieder. Springt er nach hinten. Hüp. Und jetzt. Bing. Nächster. Hexenfrei. Nein, das probieren wir jetzt mal. Wie viel macht das? 2d6. Und er hat 14. Aber jetzt eine. Ja, der geht auch. 1, 2, 3. Sehr schön. Nächster. Er lebt noch immer. Schlecht. Wow. Er kann nicht helfen, aber 35% Fehlschlag. Natürlich. Was sonst? Au. Na warte. Was ist das? Das würde mich noch interessieren, was das bedeutet, dieser Zeichen da. Du. Auf euch. 42%. Hieb. 55%. Ja, ist wohl besser, oder? Los geht's.
Nein! Schlecht. Und noch eine. Juhu! Nicht gut. Ich muss ihn mal kaputt machen, das gibt's ja gar nicht. Ende 6 ist zu wenig. Brief. Sehr gut. Und jetzt? Hey, getroffen, sehr gut. Yeah, yeah, yeah. Schlecht. Er ist noch ziemlich gut am Leben. Dann noch einer. Okay, gut. Wissen wir das auch. Wir werden das versuchen anders zu machen mit der Dame da. Oder sie vielleicht überhaupt noch ein bisschen in Ruhe lassen. Oder? Ja, wir sehen uns das auf alle Fälle an in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.